Das passt, glaube ich, nicht. Scheiße. Hier wäre viel los. Oh, aber schöner Himmel. Tatsächlich sind wir nicht hauptsächlich nach Leipzig gekommen, um Museen anzuschauen und die Stadt zu erkunden, sondern um Wohnungsbesichtigungen zu machen. Sehr exciting, I know. Und das hier war die erste. Okay, wie viele Punkte? Also der Wohnung 3,5 von 5, mit dem Haus 3 von 5, okay. Weil das Haus gruselig und abgeranzt ist. Okay, ich gebe 2 von 5. Ich bin ein Fan von der Aussicht, der Ruhe. Wir stehen hier auch an der lautesten Straße. Und Zimmer an sich. Aber ich bin kein Fan von der Ausrichtung. Balkon, riesen Minus. Und der Hausflur ist auch ein richtiges Minus. Mega sketchy. Ja, also es ist wirklich gruselig. Ja, und es ist halt richtig warm in der Wohnung gewesen. Richtig doll warm. Und heute ist es nicht mal so warm. Ja. Okay. We done. Der Himmel sieht so lila aus. Eieiei. Wie fühlst du dich? Gib mal einen Daumen-Feedback. Ich habe euch ja noch gar nicht richtig erklärt, was wir überhaupt hier machen. Wir sind auf Wohnungssuche eigentlich. Wir hatten gestern die erste Besichtigung und haben heute die zweite und morgen haben wir fünf. Mal schauen, wie es wird und ob wir hier vielleicht bald wohnen. Ach so. Und wir waren auch gerade beim Friseur. Der Anwand, lecker.
zweite Wohnungsbesichtigung ist dann. Fangen wir an, welche Sterne findest du? Zweieinhalb, weil die Zimmer nur nach Richtung Norden ausgerichtet waren. Küche und Bad halt Richtung Süden, aber auch ein bisschen dunkel. Kann man machen, aber muss man nicht. Treppenhaus war aber sehr schön. Ich habe gestern 2 vergeben, ich würde heute 2,5 vergeben. Mir hat es besser gefallen. Ich fand das Treppenhaus war das alles überhaupt nicht gruselig. Es hat sich alles sehr viel neuer angefühlt und es war irgendwie, also ich hatte nicht Angst, es war auch nicht denkmalgeschützt oder so. Ich hatte nicht Angst, dass ich irgendwas kaputt mache oder so. Ausrichtung ist halt blöd. Das Wohnzimmer und das Schlafzimmer, die beiden Räume, in denen man sich aufhält, zeigen halt nach Norden und auf den direkten Eingang der Sternburg Brauerei. Wenn wir da hinziehen, wissen alle, wo wir wohnen. Ja, aber wir ziehen ja jetzt selbst nicht hin. Gut, dass das geklärt wäre. Das wäre halt mega laut und man hat dann niemals Sonne. Küche und Bad fand ich richtig schön. Ich mochte den Hinterhof gerne, mit dem Keller und den Abstellraum auf der Mitteletage. Ich laufe gerade zum Rewe allein und es ist ein bisschen ein Adventure, ich weiß gar nicht warum. Was ich sagen kann, ich weiß nicht, es ist mega laut, ich weiß gar nicht, ob ihr überhaupt was verstehen könnt. Es ist so 9:30 ungefähr und wie schön ist es bitte, dass es so hell ist. Liebe den Sommer. Wir haben es richtig im Eimer. Ich weiß nicht so ganz. Ich kaufe jetzt auf jeden Fall Brötchen für morgen früh, Aufbackbrötchen, damit wir was haben zum Schmausen. Morgen ist tatsächlich schon Freitag und wir haben, eigentlich hätten wir 5 Wohnungsbesichtigungen gehabt, was richtig crazy gewesen wäre. Wir haben jetzt nur noch 4, weil einer abgesagt hat. Ich habe übrigens, also wenn ich so darüber nachdenke, so hierher zu ziehen, habe ich ein bisschen Angst und ich habe so ein bisschen so ein mulmiges Gefühl, was eigentlich nicht so nice ist, aber ich, also meine Theorie ist eigentlich, dass es nur daran liegt, dass ich hier nicht so Leute kenne und ich habe irgendwie halt ein bisschen Angst, so noch keine Freunde zu haben. Und ich hoffe wirklich, dass so für die Erstis halt einfach viel in Präsenz irgendwie gemacht wird, damit ich so Leute kennenlernen kann. Ich habe ein bisschen Angst. Eigentlich denke ich immer, also es ist ein bisschen paradox, ich habe darüber noch nie so geredet hier, aber ich denke immer, ich bin so ein relativ extrovertierter Mensch eigentlich, aber dann, wenn ich mich so in sozialen Situationen sehe, so mit Leuten, die ich nicht kenne, dann bin ich so sehr schüchtern. Das ist ganz komisch. Naja. Ich muss jetzt einkaufen, sonst macht der Rewe hier zu. Das wollen wir ja nicht. Was ich euch erzählen kann, was richtig exciting ist, habe ich ganz vergessen zu sagen. Heute, wow, das war so cool. Es war so exciting. Ich habe einfach, falls ihr euch erinnern könnt, Schloss Einstein Staffel 18, glaube ich. Ich habe einfach Hedda gesehen, also die Schauspielerin. Sie ist, glaube ich, Jules Hartig. Richtig krass. Es war so cool. Es war eine Millisekunde, wirklich. Es war so kurz, aber es war so cool. Bin mir ziemlich sicher, dass ich noch nie irgendwen aus dem Fernsehen gesehen habe. Ich habe sie auch nicht angesprochen. Ich wünschte es im Nachhinein irgendwie so ein bisschen. Ich habe gegoogelt. Und die Staffel, in der sie mitgespielt hat, wurde 2014 gedreht. Das heißt, vor 6 Jahren, mir kam das so vor wie, keine Ahnung, als wäre es so 2017 gewesen, was jetzt auch schon eine Weile her ist. In meinem Kopf ist so 2017 irgendwie gestern, aber so, das wäre noch okay gewesen, aber 2014. Also es war wirklich nur 2 Sekunden. Ich bin so, wir sind so gegangen und ich war eigentlich auf den Muffin konzentriert in meiner Hand und darauf, dass ich nicht nass werden wollte. Und sie kommt mir so entgegen mit so 2 von so Freunden oder so, keine Ahnung. Und ich guck so und dann denke ich so, hä? Das kommt mir sehr bekannt vor, dieses Gesicht. Und ich guck und lächel halt so und sie haben mich auch angelächelt. So einfach wie man halt so nette Leute auf der Straße anlächelt, was mir halt so schon einfach so sympathisch ist. Egal,
ob sie jetzt im Fernsehen irgendwo mitgespielt hat oder nicht. Ich meine, Schloss Einstein ist schon so hier, ja, aber einfach so cool. Also selbst wenn es irgendwie anders gewesen wäre, das hätte mich schon gefreut, aber das war einfach so, es war einfach cool. Übrigens quietschen meine Schuhe seit Tagen. Schnell den Boden so schön und das Bad. Jo, aber. Ja, richtig geil. Till the night is over. And now you leave me by my side. Take another pair of shorts. Many hours I've been crying. Ain't alone up by my side. Wir sind Deepen Moon, schön, dass ihr da seid. An alle, die noch da sind, schön, dass ihr da geblieben seid. Applaus, die Illusion lebt. Ach, viele kamen zu mir. Oh, geschehen, um jeder leidet. Oh, it's a small world, it's a small world. And we travel the world together to come reach the years for now. Never the conversations are over. Go place out for guys. We've traveled the world together. 2 years from now, never. Conversations are over. Go place out for guys. Ah, da die Kontakte. Da war Montag gleich anrufen.
Hallo. Mir ist aufgefallen, dass wir gar nicht richtig noch über die anderen Wohnungen geredet haben gestern. Deswegen filme ich das jetzt kurz, während ich warte, dass meine Nudeln abkühlen. Gestern war Freitag. Eigentlich hätten wir 5 Besichtigungen geplant, also wir hatten 5 Termine. Der eine wurde dann schon 2 Tage vorher abgesagt, weil sich der Vermieter schon für jemand anderen entschieden hatte und die Wohnung dann schon weg war. Am Tag vorher hatten wir schon eine Besichtigung und dann haben wir uns schon die Gegend von den anderen Wohnungen so ein bisschen angeguckt. Da haben wir uns dann überlegt, dass uns die eine Straße, in der wir eine Besichtigung gehabt hätten, die war uns eigentlich halt mega zu laut und hat sich nicht so safe angefühlt einfach. Haben wir entschieden, einfach die Besichtigung für die Wohnung abzusagen. Dann hatten wir nur noch 3. Und dann hatten wir die erste Besichtigung. Das war super. Da hätte ich so 4 Sterne gegeben, ungefähr. Vielleicht 4,5. Das Einzige, was mir nicht gefallen hat, war der Boden. Das war so PVC-Dings und der war halt nicht so schön. Dann hatten wir die zweite Besichtigung, wo an sich, es war richtig schöner Holzboden und so. Was halt blöd war an der Wohnung, war, dass sie nach Nord-Süd ausgerichtet war. Das heißt, auf der einen Seite, wo quasi das Schlafzimmer gewesen wäre, hätte man gar keine Sonne gehabt. Und das andere Zimmer, die Wohnung hatte keinen Flur oder so. Also man ist in die Wohnungstür reingekommen und war direkt im Wohnzimmer, was mit der Küche verbunden war. Das heißt, es waren wirklich nur 2 Räume, also noch weniger Platz sozusagen. Aber wie gesagt, halt nach Nord-Süd ausgerichtet. Auf der Südseite war ein mega großer Baum, der dann auch die Sonne irgendwie verdeckt. Und das war direkt neben einer richtig großen Schule, wo es auch mega laut war. Der Schulhof war direkt daneben und es war halt dann einfach richtig laut. Ich weiß nicht, wie viele Sterne wir da vergeben hätten, vielleicht so auch so 2,5 oder so. Genau, und dann wollten wir zur dritten Wohnungsbesichtigung und dann sind wir da hin und sind ein bisschen rumgelaufen, weil es noch nicht die Zeit war, zu der wir verabredet waren. Und dann standen wir da vorne und haben gewartet kurz und dann ist jetzt so ein Typ ausgestiegen aus seinem Auto. Und er meinte so, ja, sie sind bestimmt mit mir verabredet, aber hat sich so gar nicht vorgestellt. Wir wussten gar nicht so, hä? Also es war ein bisschen komisch. Und ja, sie sind bestimmt mit mir verabredet. Und ich war so, ja, bestimmt. Also meinte er so, ja, wegen der Wohnungsbesichtigung und so. Der Mieter hat mir gerade abgesagt, das war die einzige Wohnung, die noch nicht frei war. Weil er das mit dem Mieter absprechen musste, ob wir halt die Besichtigung machen können. Und der Mieter selber hatte irgendwie halt einen Notfall auf der Arbeit und konnte da halt nicht weg. Und deswegen konnten wir das dann nicht machen. Aber der Typ selber, der war gar nicht nett und freundlich, der war mega so pumpig irgendwie und war so, ja, nächste Besichtigung erst ab 1.7. möglich, also ab nächster Woche irgendwann. Wir waren so, nee, ja, okay, danke, so. Und die Wohnung hätten wir eigentlich richtig, richtig gern besichtigt, also es war von den Fotos her, also unser Favorit. Die hatte halt 3 Räume und der eine war so im Dach, also hatte halt einen Spitzboden und die Wohnung ging halt über 2 Etagen, was halt mega cool gewesen wäre. Und es sah auch mega nett aus, die Ausrichtung war auch cool und so, also von den Fotos sah es richtig cool aus. Deswegen hätten wir da richtig gerne auch gewohnt. Aber dann war das halt so und dann haben wir so, naja gut. Wir haben ja die andere besichtigt heute früh und die hat uns ja mega gut gefallen. Und da war auch die Gegend halt eigentlich noch besser, es war mega ruhig. Und ein Hinterhof und ein Keller und alles, also die hat uns echt super gut gefallen, die erste. Und deswegen haben wir dann einfach entschieden, die zu nehmen. Jetzt müssen wir nur am Montag die ganzen Formulare da hinsenden und dann hoffen, dass der Vermieter uns cool findet. Und dann haben wir eine Wohnung. Ah! Also ein paar Tipps einfach, falls du auch auf Wohnungssuche bist oder bald oder irgendwann mal. Mir hätte das mega geholfen, glaube ich, das irgendwie zu wissen vorher. Deswegen, wir haben immer gefragt, so, jo, können wir auch am Samstag besichtigen und so. Das geht meistens nicht, deswegen keep that in mind, am besten unter der Woche. Also die Anzahl der Wohnungsbesichtigungen war auf jeden Fall, glaube ich, sinnvoll. Macht auf keinen Fall bitte 5 Wohnungsbesichtigungen an einem Tag, das wäre echt zu viel gewesen. Wir waren nach 2, beziehungsweise wir sind ja zu der dritten auch hingelaufen und so. Also 3 waren schon okay für einen Tag, aber danach ist man auch echt ein bisschen fertig so. Man macht eigentlich besser nicht mehr als 3, ist ein bisschen anstrengend einfach. Es ist, glaube ich, gut, so eine Anzahl zu haben wie wir ungefähr. Also wir haben insgesamt 4 Wohnungen besichtigt. Wir hatten 7 Wohnungsbesichtigungen eigentlich gemacht. Eine haben wir dann abgesagt, noch kurzfristig, und 2 wurden uns abgesagt. Das ist echt gut, so ein bisschen so einen Puffer zu haben. Es war, glaube ich, ganz gut, einfach ein bisschen mehr zu sehen und ein bisschen mehr so Auswahl zu haben, einfach um auch da reinzukommen. Also in den ersten beiden Wohnungsbesichtigungen waren wir noch so ein bisschen so, was müssen wir jetzt hier eigentlich so machen? Also wir wussten schon vorher, worauf wir achten. Das ist, glaube ich, auch ganz gut. Überall mal dran rütteln, also bei der einen Wohnung hat auch die Tür irgendwie nicht richtig funktioniert. Die hat einfach nicht gut geschlossen. Schauen bei den Fenstern, Türen. Da haben wir auch noch in den, was ist das, in diesen Leitungskasten geguckt.
Da habe ich gar keine Ahnung von, deswegen kann ich da nicht sagen, was man da machen muss. Am besten auch immer anrufen, nicht irgendwie schreiben oder so und auch so oft wie möglich versuchen anzurufen. Also irgendwann ruft die auch zurück, auch auf den AB ruhig sprechen. Ja, hallo, ich bin so und so, ich möchte gerne dann die Wohnung besichtigen, geht das? Also wenn wir nur geschrieben haben, haben sie einfach das nicht gelesen oder nicht geantwortet. Was auch wichtig war, wir dachten halt vorher, also mein Papa war jetzt auch mit bei denen, die wir gestern hatten. Also bei zwei war er dabei und bei zwei nicht. Und das war, glaube ich, ganz gut, auch einfach jemanden dabei zu haben, der irgendwie erwachsen ist und so wirkt, als hätte er so schon Ahnung und so, mehr als wir. Und wir dachten aber, dass wir auch alle Formulare schon direkt immer zu den Besichtigungen mitnehmen müssen. Also wir dachten so, ja, wir brauchen bestimmt eine Schufa-Auskunft bei der Besichtigung und schon so Formulare von den Bürgen, Arbeitsvertrag von den Bürgen, Lohnzettel, unsere eigenen Kopien vom Personalausweis, all den ganzen Kram. Wir dachten, dass wir das alles schon mitnehmen müssen, am besten zur Besichtigung. Das war wirklich überhaupt nicht nötig. Also macht euch dann nicht so Stress vor der Besichtigung. Wenn ihr die Besichtigung habt dann, und dann halt Interesse zeigt oder sagt, ihr wolltet euch das gerne überlegen, dann geben die euch auch die ganzen Formulare mit. Es ist wirklich nicht nötig, das schon vorher zu haben und das auch mitzunehmen oder so. Macht euch da gar keinen Stress. Wir haben uns da mega gestresst vorher. Das war echt nicht so nötig. Ich glaube, das war's. Und? Das ist eine junge Person. Ja, das ist mit 30. Der hat einen ganz eigenen... Wir haben heute schon mal über so Leute geredet, die eigentlich voll alt sind. Und oh no, oh no. Gelesen, dass Bohlen und Krähen die Schilde mal gerne zusammen. Oh, Alter, wie glücklich kann ein Mensch gerade sein?